wie Klopapier beidseitig zu benutzen. Ne? Der Erfolg liegt auf der Hand. Ja, so genau so ist es. Du sollst es nicht da in das Loch werfen. Scheiß Löcher überall. Deine sexistischen Witze sind voll sexistisch, du Arsch. Wo hast du die alle her? Ich heiz mir wieder mit Stahl mein Kraftwerk an, so. Was sind das? 19? So. Weg damit. Hatte ich vorher nicht mehr Geld, dazu, ich habe noch mehr davon. So, wir kaufen gleich nochmal ein. Ich mag Terra Flint einfach. Da ist so richtig Bums dahinter. Ich könnte natürlich erstmal dahinter springen und das freimachen. Ne? Haha, aber nur ein Brocken ist so weit geflogen. Ach, verdammt. Ich frage mich mal, was wir nach Dungeon Lords dann spielen werden. Diablo 2, damit ich das auch endlich mal durchgespielt habe. Ja, ich habe Diablo 2 bis heute nicht durchgespielt. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, es zu tun. Denn ich finde dieses Spiel unglaublich langweilig. Verstehe nicht, wieso da auch so viele Leute Dungeon Lords. Dungeon Lords. Diablo 2 erwarten. Das Spiel ist nicht toll, nein. Man muss es auch nicht gespielt haben. Man braucht sie nicht mal zu kaufen. Es lohnt sich nicht mal illegal runterzuladen. Komm schon. Also alles ab in das Loch. Das Loch. Komm schon. Geht's noch? Rein da! Ach verdammt, er klemmt. Ja. Er mag den Kristall nicht. Boah, schmeckt eklig, weg damit. So. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Bedingt. Obwohl, gar nicht mal so schlecht, was ich da gegraben habe. Wir können auch Baldur's Gate Serie spielen. Dauert ja nicht lang, so mit allen Quests. Und Add-ons. Und zusätzlichen Mod-Packs, mit denen noch mehr Quests hinzugefügt wurden. Also wer Baldur's Gate kennt, der weiß, wie schnell man das durchgespielt hat, ne? Gut, mit den zusätzlichen Mods kann man es vielleicht 2 Sekunden herauszögern, aber es ist einfach verdammt schnell durch, ne? Ja. Die komplette Serie, also es geht ruckzuck, ne? Dann ist man auch schon zum dritten Mal durch, ne? Auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Ha, gegen meinen Stahlbetonbunker hast du keine Chance. Der ist, keine Ahnung, ein Original-Hitler-Fabrikat. Hat Hitler sich schon vor den alliierten Verrückten ihn töten wollen. Also von der israelischen Welt, jüdischen Weltverschwörung so losgeschickt wurden. Wissen wir ja alle. Juden werden seit tausenden von Jahren verfolgt. Irgendwas müssen die gemacht haben, damit die das verdient haben. Bist voll der Rassist, du Spust! Ja, wollte ich mal gesagt haben, ne? Oh Gott, jetzt bin ich wieder ein böser Gamer, ne? Ah, hör auf, da runterzufallen, Drecksatz. Ah, dass ich das alles auch abtransportieren muss. Reicht's denn nicht, dass ich das in der Hand hatte? Mensch. Nein. Lieber da. Das könnte man doch noch im Multiplayer spielen. Irgendein schönes Rollenspiel. Dungeon Lord, ey. Oh Gott. Dungeon Siege 2. Ich glaube, auf Level 80 trat dann irgendwann der Bug auf, dass man nicht mehr weiterspielen konnte. Voll lustig, selbst wieder völlig egal, ob man das Hauptspiel in Version 2.2 spielt oder das Addon mit Version 2.3.
Sobald der Charakter Level 80 oder so erreicht, kann man ihn nicht mal im Multiplayer benutzen. Wurde bis heute nicht gefixt, zumindest nicht offiziell. Inoffiziellen Patch weiß ich gerade gar nicht. Gab's damals nicht. Wobei, das Addon würde ich aber ehrlich gesagt total abraten. Da kann man plötzlich seine Gefährten nicht mehr mitnehmen, die man einmal abgestellt hat. Ja, das ist total toll. Da freut man sich richtig. Vor allem, wenn man es nicht weiß und erstmal alle rausschmeißt. Schön. Einfach nur schön. Da brauche ich dann nachher noch einen normalen. Ist das Erz oder? Da ist noch Bröckle Erz. Das muss ich glaube ich noch abbauen. Das da oben ist glaube ich nicht so wichtig. Aber wer setzt überhaupt so Missionsziele? Alles Erz abbauen. Ich meine ernsthaft. Auch ernsthaft. Nee, Hugohaft. Einzelhaft. Dann bleib doch da unten liegen und stirb alleine. Ohne Freunde. Wow, such die, ey. Voll scheiße, wow. GW ist viel besser. Ups, ey. Vielleicht kriege ich jetzt endlich mal ein paar Hater. Ich habe noch keine oder so wenig irgendwie. Also, ich habe einen, der hat einmal geschrieben, dass meine Videos scheiße sind und so. Dass ich das Spiel scheiße mache, aber das war beim ersten Let's Play. Und letztens hatte ich irgend so einen Idioten, der hat bei meinem Let's Race Challenge Super Mario World geschrieben, dass ich total schlecht bin und so. Und ja, so ist es eben, wenn man das nicht versteht, ne? So Race Challenge nicht verstehen tut. Ich nix spreche in Deutsch, ich nix. Geh weg. Die will ich doch gar nicht. Ich bin über den Garde-General. Feldmarschall, der bleibt da unten liegen. Ich grab noch wegen Kohlen aus. Oder soll ich da die Kohlen ausgraben? Ne, ist mir zu weit weg. Ich brauche momentan nicht noch mehr Stahl. Otter? Nee. So, wir graben mal so. So ist gut. Aber ich bunker schon mal den Stahl. Mehr weiß ja nicht. Vielleicht brauche ich ihn ja doch nochmal. Jetzt habe ich. Ja, nee. Schlechter Zug. Ganz schlechter Zug. Hey, wo ist die andere coole Gruppen da? Nein. Ignoriere doch meine Mausklicks. So, auf jeden Fall, dass wir Kohlen brauchen. Oh, können wir Stahl verkaufen, dann kriegen wir Kohle, mit der wir Kohle kaufen können. Oh. Müsste man machen, wenn einer euch irgendjemand Geld schuldet oder so und dann sagt er, ey, rück mal die Kohlen raus, ne? Müsst ihr einfach irgendwo, wenn ihr irgendwo Grillkohle rumsteht, habt ihr einfach nehmen und ihm geben. Der Blick, göttlich, göttlich. Also im ersten Moment peilen die das überhaupt nicht. Danach peilen sie es meistens. Man kann übrigens auch Holz verschüren. Braucht aber zwei Scheitel. Gut, da ich eh noch momentan keinerlei Interesse an Strom habe. Strom ist böse und alles, was damit betrieben wird. Deswegen bin ich ein Amisch. Ja, genau. Ich glaube auch an Gott und so, ne? Total. Ich bin voll gläubig, ne? Deswegen bin ich aus der Kirche ausgetreten, weil ich so gläubig bin. Machen alle Menschen, die wirklich gläubig sind. Ach, wisst ihr was? Ich springe erst mal oben durch. Oh, Moment lang habe ich es auch gemacht, dass jetzt der fesche Karl stirbt. Der fesche Karl. Karl Carlsen, ja. Anderes Thema. Wir rutschen vom Spiel ab. Wir rutschen vom Spiel ab, ja. Ja, absolut. Total. Anale, genial.
noch größeren Sprengstoff. Das macht doch keinen Eindruck. Oh, guck mal, er hat ein kleines Bömmchen fallen lassen. Habe ich letztens auf dem Klo auch. Hat die Leute voll zerfetzt. Oh Gott. Das Niveau erreicht seinen Tiefpunkt. Oh nein, Moment, ist es schon in Urlaub gegangen? So, sieht doch schon besser aus. Das ist jetzt der Moment, wo ich froh bin, dass man Kohle einfach so weggraben kann. Sehr froh. So, jetzt brauche ich noch einen normalen Feuerstein. Ja, normaler Feuerstein müsste ausreichen. Ach, wie ich wieder wunderbar an diesem Punkt hängen bleibe. Wie ich jetzt wunderbar nicht darauf komme. Aber mal echt nicht. Ich brauche Magie, ich muss die Schwerkraft runterdrehen. Gibt's hier nicht. Moment, ich hatte noch irgendwo so einen Lehmklumpen. Nicht nur einen. Hm. Was ist denn du da? So, du springst wieder gegen den Punkt. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Ja, genau so hatte ich mir das jetzt vorgestellt. Ja, nee. Moment, das muss ich noch mal. Ich habe zum Glück noch mehr davon. Ha, zum Glück. Ich habe auch 23 Stahlbahnen. Was auch immer ich damit will. Will ich Massenvernichtungswaffen bauen? Hm, jetzt sollte vielleicht lieber in Deckung gehen. Ach, Ivo. Aber speichern könnte ich mal. Man weiß ja nie. Kann auch gleich ein Kristall mitnehmen. Den grabe ich mal nicht aus. Das läuft heute so problemlos. Da stimmt irgendwas nicht. Das Spiel buggt irgendwie. Gut. Das war erstmal alles, was ich will. Die Eier und den Scheiß hole ich mir später. Ey, Baby. Das mal richtige Eier. Ja. Es gibt Schönes, also ein Spiegelei, schöne Scheiben Leberkäse und ordentlich Spinat. Ist doch was Leckeres, oder? Wer mir zustimmt, der sagt jetzt einfach mal ja. Und wer mir nicht zustimmt, der sagt auch einfach mal ja. Aber es gibt echt nichts Besseres, wisst ihr? Das ist echt lecker. Nun. Hab ich das Zeug jetzt doch drin gelassen? Nein. Ich lasse mal eine Stromeinheit drin. Obwohl, ich weiß nicht, läuft die gleich los, die Produktion? Das könnte ich mir gleich vorstellen bei dem Spiel. Produziere noch wegen Stahl. Das ist was wert, damit kann ich dann Kohlen kaufen. Wisst ihr was, da könnte ich sogar fast, wenn ich hier noch... Ich brauche noch einen Feuerstein. So. Ja, kennt jemand noch von euch noch jemand ein gutes Rollenspiel? Dass man vielleicht auch zu zweit spielen kann. Vielleicht auch ein bisschen älter. Früher gab es ja auch viele Rollenspiele, die gut waren. Amberstar oder Amber Moon zum Beispiel. Da fehlt mir aber die CPU-Leistung, um das spielen zu können. Zumindest die Amiga-Version. Beziehungsweise von Amber Moon gibt es ja nur noch eine Amiga-Version. Ja, wie passt dieser Schädel, der größer ist als mein ganzes... Naja, nicht. Wie kann der den riesigen Schädel mit sich rumtragen? Wie? Wie? Oder oben brauche ich nicht, da brauche ich keinen Ballon, ich springe mich hinauf. Eiskalt. Spreng mich da hoch. Mit Eistee. Ich habe Eistee-Bomben. Sind vernichtend! Apokalyptisch! Ehrlich gesagt, so hier mal so ein Rollenspiel, das so absolut überzogen extrem ist. Da
der alles und jeder Gegenstand im Weltuntergang heraufbeschwört oder so. Ui, einen Moment lang habe ich gedacht, der macht jetzt platt, aber nee. So. Ein bisschen müssen wir das jetzt wieder einebnen. Also jetzt machen wir den Dreck hier weg. Dann bauen wir hier mal schönes Stressle. Gut, passt so. Vielleicht sollten wir die Lore auch mitnehmen. Ach, Ivo. So. Das Problem ist, die meisten wirklich guten Rollenspiele werde ich wahrscheinlich schon kennen. Nein. Kommt mir ja nicht mit irgendeinem Scheiß wie, keine Ahnung. Also Diablo oder Final Fantasy oder so Zeug. Das ist ja Zufallskämpfer, das ist Schrott. Wer macht sowas? Das fand ich schon damals nicht lustig. Das wird heutzutage immer noch gemacht. Warum? Ab. Steine müsst ihr jetzt auch mal mit. Die werden nicht mehr da. Doch, passt schon noch irgendwas rein. Schade, dass ich ihn automatisch einlädt. Was? Nein. So. Wir fahren ein Stück nach hinten. Okay, da unten muss ich eh vorbei, von daher. Steckt die Lore jetzt erstmal schief. Hallo. Die Idee war jetzt wahrscheinlich total genial. Ja. Komm schon. Und nein, Skyrim oder so ein Scheiß braucht ihr mir auch nicht vorschlagen. Ah. Verstehe nicht, warum da alle Welt drauf wartet. Vorgänger waren schon nicht besonders toll. Steckt die fest oder bin ich einfach nur zu schwach? Komm, pack mal mit an. Jetzt aber. So, du lässt dir los und gehst wieder in die Hütte. Der Chefmensch, du musst ja alles koordinieren. So. Erstaunlich, das ging richtig problemlos. So, dann lachen wir das mit dem Ärzte auch noch so. Also, Stahl. Ach, wie auch immer. Plastik. Ich hab den Hype irgendwie nie verstanden um Morrowind, Oblivion und so. Quält mir bis heute nicht. Vor allem Morrowind war ja direkt schrecklich. Ernsthaft, ich hab das Hauptspiel gespielt. Ich kann mir so eine leere Karte bauen. Das macht man einfach nicht. Läuft durch die Gegend. Alle halbe Stunde trifft man auf so einen Kack-Tempel, wo irgendwelche scheiß Monster, wo sowieso immer gleich aussehen irgendwie. So. Wir haben einen Sprengstoff mehr. Das müssen wir ändern. Oh, wir haben wieder Sprengstoff. Oh. Einen Moment habe ich echt Angst, Jungs. Kein Sprengstoff mehr. Schrecklicher Gedanke. Ah, er kriegt mich nicht. Dumme Steine. Ganz dumm. So. Und nun, wie mache ich nun weiter? Ich müsste bis leicht schräg nach oben sprengen. Also sprich hier hinstellen und dann dagegen werfen. Nun muss ich da aufpassen, da ist nämlich so ein Ei. Du bist nur ein Lehmklumpen. Das
Treppen ist es außer Reichweite. Gut. Info. Findet sich zuweilen unwirtschaftliche Gegner als Zeugen des vergangenen Lebensformen. Bist auch deine vergangene Lebensform, Arschgesicht. Ich könnte hier drauf jetzt, ne? Was brauche ich für Dings fürs... Ja, da muss ich dann zwar recht weit laufen für den Schwefel, aber das geht ja noch. Das kriegt man schon irgendwie, ne? Also eins. Was habe ich schon da? Sollen wir vielleicht auch merken, was ich brauche? 5 Steine, 3 Stahlbahnen. 1, 2, 3. Baustelle errichten. Perfekt.